Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei XCOM Enemy Unknown. Wir müssen immer noch Anna Sync zum Sky Ranger bringen. Die gute Frau darf nicht sterben, sonst ist die Mission gescheitert. Deswegen muss mein Team jetzt schnell agieren. Chill kann sich noch bewegen. Chill, du gehst das erste vor. Strike One, eine Welle X-Rays nähert sich ihrer Position. Augen auf. Ah, da ist der Alien. Barry, du siehst den Kerl. Der steht oben. Oh, er hat einen Höhenvorteil. Alle Einheiten bekommen einen Angriffsbonus gegen Feinde auf niedrigem Gelände. Kein Problem für Barry. Jetzt schießt er daneben. Boah, Barry, du bist ja mehr aus dem Pfosten, oder? Kann Chill irgendwas ausrichten. 42%ige Chance. Chill, probier's. Jawoll! Sechsfach kritisch. Geil. Barney? Du gehst hier mal in Deckung. So dass der VIP von allen Seiten gedeckt ist. Wen habe ich hier noch stehen? Doomguy. Du gehst mal hier auf erhöhte Position. Diese Dinger, da waren so viele Leichen. Ich verstehe es einfach nicht. Naja, jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Der kann nicht mehr. Barney, du kannst noch. Gehst mal zu Anna Sync rauf, nicht dass irgendwer auf der Seite reinballert. Gut, dann beende ich mal meinen Zug. Barry, du bist der Mann, du kannst das. Ich werde übrigens eine Todesliste mitführen in der Videobeschreibung. Wenn einer sterben sollte von meinem Team, da wird er geehrt, sozusagen. Dass ihr wisst, wer schon alles gestorben ist. So, chill. Rückst mal hier nach. Barney, du gehst mal hier vor. Gott sei Dank haben sie mich gefunden. Fast wäre es mir so ergangen wie all den anderen. Naja, jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Das wird schon. So, Zug beenden. Barry, du bist der Mann fürs Grobe, du gehst vor. Nur damit ich sehe, was da alles vorne auf mich lauert. So, zum Springbrunnen, Leute. Barney, du gibst Deckung, du gehst mal hier hin. Miss Sync, sie gehen hier runter. Wo ist Frau Valentine? Da ist Frau Valentine. Du spurtest mal hier vor. Lauf doch nicht durch die Blumen. Okay, Barney, sichern Sie das Paket. Feindkräfte im Anrücken, Strike One. Gefechtsbereitschaft. Ach je. Ist ja nur einer. Weil das auch ganz lustig ist. Warum ist eigentlich keine Sau bei unserem Sky Ranger? Ja, und sichert hier irgendwie. Dünner Mann feuert einen Reflexschuss ab. Ja, wer schießt daneben? Das ist gut. Das bedeutet, Barry, du kannst ihm eine reinwürgen. 67%ige Chance. Chance auf kritischen Treffer 50 und plus 50, weil der Gegner im Freien steht. Probieren wir es. Jetzt schießt er vorbei. Was heißt hier keine Kugeln mehr? Ach Gott, muss ich da manuell nachladen auch noch. Doomguy, beweise dich. Komm, du triffst ihn. Zack, über die Hecke und ins Gesicht. Jawohl! So, Miss Valentine. Anna Sync, wie weit kommt die? Die kommt nur bis dahin. Barney? Du gehst bitte zu unserem Paket. Nicht, dass jetzt noch irgendwo ein Alien auftaucht.
Oh ja, ich muss manuell nachladen. Alles wieder im grünen Bereich. Oh, das kostet den ganzen Zug. Ist auch nicht gut. Ah, jetzt ist da das blöde Gift. Na, immer aufpassen auf solche Nebelwolken. Okay, Missing. Sie gehen bitte hier zu Miss Valentine. Und wir geben Deckung. Auf offenem Feld natürlich. Na, lüb. Barry, wenn du wieder nach Hause willst, musst du dich jetzt ein bisschen beeilen. Ja, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen übervorsichtig, aber man weiß ja nie. So. Danke. Oh Gott. Vielen Dank. Missionsparameter erfüllt, Strike One. Kommen Sie zurück zur Basis und zwar flott. Ich habe 6 Aliens getötet und keiner meiner Einsatzkräfte ist gestorben. Das ist schon mal eine gute Bilanz. Da fliegen wir wieder zurück zu unserer Basis. Oh, und alle wurden befördert. Barry ist jetzt Soldat. Und also war Soldat und ist jetzt Corporal. Doomguy ist jetzt Soldat und Miss Valentine ist auch Corporal. Und Barney ist jetzt auch Soldat. Ja, wunderbar. Aber Jill Valentine ist für 6 Tage verwundet und Barry für 8 Tage. Barney für 8 Tage. Ich habe 3 Leichen gefunden vom Sektuin, 3 vom dünnen Mann und 8 Waffenfragmente. Gut, dass sie rechtzeitig eingetroffen sind. Ich glaube nicht, dass sie noch lange durchgehalten hätte. Gut gemacht, Commander. Und ich bekam 168 Credits, Panik verringert und 5 Wissenschaftler. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Naja, behalte mich nur im Auge, ist okay. Aber bevor ich weitermache, muss ich mal ganz kurz speichern. Büp. So, wähle das Lagezentrum. Commander, gute Neuigkeiten. Der Rat hat einen Satelliten spendiert. Unser derzeitiges Satellitenkontrollzentrum kann bis zu 2 Satelliten unterstützen. Wir sollten den neuen sofort starten. Okay. Satelliten starten. Oh, China hat immer noch 3 Punkte. Also ich habe 1 Satelliten im Orbit, 2 kann ich unterhalten und einer ist noch verfügbar. Nordamerika, 1 Satellit plus 1 Wissenschaftler plus 1 Ingenieur pro Monat. Wenn ich 2 Satelliten habe, 2 Wissenschaftler und 2 Ingenieure pro Monat. Wähle ein Land, in dem du den Satelliten einsetzen willst. USA? Oh, ich kann gar nichts drücken. Oh, da kostet 180 Credits pro Monat. Satellitenstart bestätigen, Land USA, Flugzeit 4 Tage braucht ihr. Monatliche Budgeterhöhung 180 pro Monat. Nach dem Start überwachen wir 1 von 3 Ländern in Nordamerika. Belohnung 1 Wissenschaftler, 1 Ingenieur. Okay. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Oh, Achtung, in Nordamerika sind keine Abfangjäger stationiert. Wir haben keine Abfangjäger in Reichweite dieses Satelliten. Wir können also kein Alienschiff abfangen, das wir entdecken. Wir sollten schnellstmöglich Abfangjäger auf diesem Kontinent verlegen. Mit der Stationierung des neuen Satelliten konnten wir die Abdeckung erheblich verbessern. Ich schlage vor, dass wir sofort mit der Suche nach Aliens beginnen. Oh je. Gut, dann scannen wir mal wieder. Und wenn wir scannen, ist das so eine Art Zeitraffer im Spiel. Ihr seht es an der Zeit unten. Sie wollen damit sagen, dass wir das Leben unserer Truppen riskieren sollen, um eines dieser Dinger Leben zu fangen? Ja. Ich fürchte, ohne ein lebendes Exemplar sind ich und mein Team am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Und wie sollen wir das Ihrer Meinung nach machen, Doktor? Die soeben abgeschlossene Autopsie hat ergeben, dass die Physiologie der Aliens der unseren recht ähnlich ist. Ein hochkonzentrierter Stromstoß aus nächster Nähe müsste neuromuskuläre Lähmungen auslösen, da die... Aus nächster Nähe? Und wenn das nicht funktioniert, ist es das Risiko wirklich wert? Ja. Wir kennen unseren Feind nicht.
Wie sollen wir etwas aufhalten, das wir nicht einmal verstehen? Wenn wir eine dieser Kreaturen lebendig erwischen, könnten wir mit ihr in Kontakt treten. Und sie befragen. Herausfinden, was sie wollen. Von wo aus sie operieren. Ja, diese Aussichten rechtfertigen meiner Meinung nach alle Risiken. Ich kann eine sichere Einrichtung für die Unterbringung des Gefangenen bauen, aber ich habe keinen Schimmer, wie wir mit ihm kommunizieren sollen. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Also gut, ich spreche mit dem Commander. Oh je. Forschung abgeschlossen. Neues Ziel, fange ein lebendiges Alien. Ach je. Forschungsbericht, Codename Möbius, März 2015, Xenobiologie. Alien-Sicherheitstrakt zum Bau verfügbar. Streng geheim. Wir haben es geschafft, das gesamte Genom der außerirdischen Spezies zu kartografieren. Obwohl ich zu Beginn nicht mal sicher war, ob das mit unseren existierenden DNA-Sequenzierungstechnik überhaupt geschehen würde. Doch unser Erfolg führt zu einer verblüffenden Entdeckung. Es sieht so aus, als sei die Biologie der Außerirdischen unserer doch überraschend ähnlich. Diese Entdeckung hat die Neugier des Forschungsteams geweckt, denn sie wirft neue Fragen über die Herkunft dieser Spezies auf. Nach der Untersuchung mehrerer Alien-Leichen haben wir auch einen Trend festgestellt. Schlüsselkomponenten der genetischen Struktur sind bei den einzelnen Testobjekten absolut identisch. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt anmaßend wäre, Schlüsse ziehen zu wollen, wie das möglich ist, glaube ich doch, dass einfache Logik uns schon sagt, dass diese Aliens das Produkt aggressiver Genmanipulation sind, weit fortgeschritten als alles, was wir auf der Erde kennen. Wenn die Außerirdischen wirklich zu derartigen Manipulationen auf Zellebene fähig sind, dann fürchte ich, dass wir erst einen vagen Schimmer von ihrer wirklichen technologischen Überlegenheit zu sehen bekommen haben. Auf jeden Fall ist weitere Forschung unabdingbar. Und auch wenn wir einige Entdeckungen durch die Untersuchung der Alien-Leichen machen konnten, denke ich doch, dass wir ein lebendiges Exemplar fangen müssten, um die Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Okay. Commander, basierend auf den Berichten von Dr. Wahlen würde ich vorschlagen, dass wir im Labor mit den Forschungen für die neue Waffe, den Pulsbogen, beginnen. Anschließend können wir die Pläne zur Fertigung in die Technikabteilung schicken und dann in der Kaserne eine unserer Truppen damit ausrüsten. Dr. Shen und das Technikteam warten zudem auf ein Okay für den Bau des Sicherheitstrakts für die Unterbringung des außerirdischen Gefangenen. Commander, in die Technik. Neues Gebäude verfügbar. Alien-Sicherheitstrakt. Dieses Gebäude sorgt für eine sichere Verwahrung der gefangenen Aliens, damit du sie im Labor verhören kannst. Benutze die Option Einrichtung bauen in der Technikabteilung, um dieses Gebäude zu errichten. Ja, wie kommunizieren wir mit Aliens? Machen wir da guter Cop, böser Cop oder wie? Commander, sicher wissen Sie von Dr. Wahlens Anliegen, eines der Aliens gefangen zu nehmen. Ein guter Plan, aber leider hat sie nicht bedacht, dass wir keine Einrichtung besitzen, um ein lebendes Exemplar festzuhalten. Mit Ihrer Erlaubnis werden mein Team und ich mit dem Bau beginnen. Boah, die brauchen für alles eine Genehmigung von mir. Okay, Einrichtungen bauen. Erweitere den XCOM-Stützpunkt, indem du neue Gebäude errichtest. Deaktiviert für das Tutorial. Offiziersschule. Da ist nix. Satellitenkontrollzentrum. Aufzug. Hä? Wähle Einrichtung bauen. Ach, das sind die leeren Slots, wo ich was bauen kann. Also ich habe hier schon einen Aufzug, das Satellitenkontrollzentrum und die Offiziersschule. Okay. Alien-Sicherheitstrakt. Priorität. Benötigt 5 Energie und 85 Credits. Dieses Gebäude sorgt für eine sichere Verwahrung der gefangenen Aliens, damit du sie darauf hören kannst. Was kann ich hier noch alles bauen? Labor, Satellitenkontrollzentrum, Kraftwerk, Erdwärmekraftwerk. Okay, wir bauen den Alien-Sicherheitstrakt. Bauzeit. 7 Tage. Danke, Commander. Ich melde mich, sobald die Einrichtung fertig ist. Dr. Wahlen möchte Sie sprechen, Commander. Zweifellos möchte sie Ihnen ihren Plan persönlich erklären. Gott. Nein, ich will nicht zu dieser Frau. Wo bauen die jetzt überhaupt diesen Trakt? Hier ist der Aufzug. Hier wahrscheinlich.
denke ich mal. Offiziersschule und hier kommt wahrscheinlich dann dieses Verhörraum rein. Gut, wir gehen in die Forschungsabteilung. Commander, sicher wurden Sie bereits über meine Anfrage unterrichtet. Mit Ihrer Erlaubnis können wir sofort mit der Forschung am Pulsbogen beginnen. Pulsbogen, das hört sich schon richtig sexy an irgendwie. Ja, Waffenfragmente, nee. Pulsbogen, Projektkosten 10 Waffenfragmente dauert auch eine Woche. Dank unserer neuesten Erkenntnisse über die Alien-Biologie können wir ein Gerät entwerfen, das Außerirdische kampfunfähig macht, ohne sie zu töten. Das ist ganz wichtig. Wenn unsere Einsatzkräfte ein Alien lebendig gefangen nehmen könnten, würde uns ein Verhör vielleicht neue Informationen liefern. Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Boah, ich habe aber auch einen Stress hier. Gut, wir gehen zur Einsatzleitung. Ich bin ja nicht so. Naja, Kaserne kann ich nicht. Commander, wir empfangen Funksprüche, die auf UFO-Sichtungen in dem satellitenüberwachten Gebiet schließen lassen. Wir sollten schnellstmöglich damit beginnen, nach Kontakten zu scannen. Boah, kannst du denn gar nichts ohne mich? Gut, wir scannen einfach mal. Gut, Chill Valentine und Barney sind wieder im Dienst. Wir empfangen Signale eines schnellen UFOs. Wenn wir einen Abfangjäger losschicken, können wir es vielleicht abschießen. Oh mein Gott, erste UFO-Sichtung, Leute. Huhu! UFO-Kontakt! Kontakt UFO-1, Ort über Deutschland. Größe klein, UFO-Klasse nicht identifiziert. Gut, ich wollte sagen, Chill Valentine ist wieder im aktiven Dienst und Barney ist auch wieder im aktiven Dienst. Mein Trupp ist wieder vollständig. Und ich sage mal, bis zur nächsten Folge bei XCOM Enemy Unknown. Und dann werden wir dieses UFO vom Himmel holen. Stay tuned and so long.